Hallo Leute, mein Name ist Michael Brandt und ich arbeite im Bereich der Züchtung. Ich möchte euch heute ein bisschen zum Thema Zwischenfrüchte erzählen. Neben Sommerwicken, Rauhafer und Verzehrjahr züchten wir vor allem Senf und Ölrettich. Senf und Ölrettich sind Fremdbestäuber, das heißt, man braucht mindestens zwei Pflanzen, um Saatgut zu generieren. Wir beginnen, bevor wir kreuzen, mit einem Einzelpflanzentest. In diesem Einzelpflanzentest werden die Pflanzen auf die Resistenz auf die Rübenzysten-Nematode Heterodera schachtii untersucht. Nachdem wir das gemacht haben, nutzen wir die resistenten Pflanzen, um damit Kreuzungen zu machen. Diese Kreuzungen werden vermehrt und hier im Gewächshaus in einem sogenannten PFPI-Test weiterhin untersucht. Nachdem die besten Kandidaten ausselektiert wurden, wird damit weiter gearbeitet, um einen Anmeldekandidaten für die Sortenzulassung zu gewinnen. Nachdem wir die Sorten zugelassen haben, werden sie weiterhin vermehrt. Aus Zuchtmaterial wird Vorstufensaatgut produziert, aus Vorstufensaatgut wird Basissaatgut produziert und daraus wird ZS-Material generiert, was die Landwirte zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt einen gewissen PFPI-Wert. Dieser Wert sagt aus, wie stark der Rübenzysten-Nematodenbefall vor der Aussaat ist und nachdem die Pflanze dort gewachsen ist. Sobald der Wert unter 0,5 geschritten ist, gilt die Sorte als resistent. Neben unserem hauseigenen Zuchtmaterial untersuchen wir allerdings auch große Feldproduktionen. Dazu zählen unter anderem Vorstufensaatgut, Basissaatgut und die ZS-Produktion. Das Saatgut aus den ZS-Produktionen ist für die Landwirte gedacht. Damit werden unter anderem unsere Mischungen hergestellt. Es ist wichtig, diese Partien zu kontrollieren, ob sie die Resistenz behalten haben, damit den Landwirten qualitativ hochwertiges Saatgut zur Verfügung gestellt werden kann.